Somit bricht ein neues Let's Show hier auf meinem Kanal an, und zwar zu Resident Evil 4. Eigentlich habe ich nicht ja kein Fan von diesem Game, genauso wie von Resident Evil 5 und 6. Resident Evil 1 bis 3 waren zwar von Gameplay her so okay, aber ja, die Steuerung und sowas alles und die Kameraperspektive haben mich echt abgefuckt, weshalb ich nie zum Ende eines dieser Teile kam, außer halt zum zweiten in dem Remake. Das ist natürlich klar, das haben wir ja ein paar Tage nach Release gemeinsam in den Let's Play durchgezockt. Also zumindest die Leon-Kampagne. Und ja, auch passend zu Leon, würde ich sogar sagen, passt sogar halt, weil wir hier nämlich auch wieder Leon spielen. Allerdings wird dieses Spiel, sage ich euch, ja erstens dieser Kalt nur eine Show sein, zweitens nur auch nicht blind. Also wie gesagt, wir werden auch auf keinen Fall bis zum Ende spielen, auf keinen Fall. Also von dem, was ich bisher privat schon gespielt habe. Nein, 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 das tue ich mir nicht an. Das tue ich mir wirklich nicht an. Aber wie gesagt, es hat zwar seine positiven Punkte, das Spiel. Zudem halt, dass es halt die neue Kameraperspektive und einigermaßen die Steuerung geprägt hat. Die neue. Also wie gesagt, halt die allgemeine Ego-Perspektive jetzt neu in Resident Evil. Das hat dieses Spiel geprägt. Aber ja, sonst hat es immer noch seine negativen Punkte und ja, bin ich wirklich ein Fan. Der Größe natürlich. Dass es kein Horrorspiel mehr ist. Zweiter Punkt, ja, es gibt keine Zombies mehr, sage ich es mal so. Denn nämlich, ja, im Prinzip denke ich, wenn ich an Resident Evil denke, denke ich an Zombies und Horror. Und ja, ich würde mal sagen, wir haben jetzt hier sozusagen Resident Evil ohne Zombies und ohne Horror. Ja, erkennt man, glaube ich, das Problem, warum ich nicht so der Fan von dem Teil bin. Allerdings, wie gesagt, gebe ich ihnen eine Chance, um ihn wenigstens mal gezeigt zu haben. Und ja, wie gesagt, im Prinzip ist er nicht blind. Hab so bislang gespielt, keine Ahnung. Zum zweiten Kapitel 2.1 oder so, 2.2 oder so, irgendwie in den Dreh. Wir haben ein bisschen habe ich schon gespielt. Und ja. Bei den Daten existieren trotzdem keine, weil ich auf der Switch Lite das gezockt habe. War ganz cool. Aber ja, wie gesagt, durchspielen auf keinen Fall. So, neues Spiel, wir haben ja keine anderen Möglichkeiten. Hier besten Listen, es gab's damals. Oder? Nee, ich glaube, besten Listen waren damals hier irgendwie, dass man halt selber seine eigene sieht. Aber hier kann man es irgendwie online machen. Ja. Hier kann man online wegen Bestzeiten der verschiedenen Spieler sehen. Beispiel diesen Pro hier, Chris 1998, der sind 30 Minuten durchgespielt hat. Alles klar. Props an dich auf jeden Fall. Das könnte ich nicht. Würde ich auch nicht versuchen wollen. Das ist. Nee. Resident Evil 4. Würde ich mir nicht mal Mühe geben. 1998. Okay, erstmal I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Na, ja, jemand muss ich mir mal handwerken. Würde mal Zeit. Ersten Teilen hatte keiner an den Virus da geglaubt. Bis es dann halt in Raccoon City ausgebrochen ist. Received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about.
My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. Ja, qualitativ ist es halt noch nicht so bombastisch halt, weil es halt nur ein HD Remaster ist, kein Remake. Oh ja, oh, hier die richtig schöne GameCube-Grafik hier. Geil. Erstmal ist nämlich das Game tatsächlich für GameCube erschienen. Exklusiv für GameCube, muss man mal nebenbei betonen. Sollte eigentlich ein exklusiver GameCube-Titel werden. Erstens kamen ja alle für PlayStation 1 raus und ja, Resident Evil 4 sollte eigentlich dann Nintendo halt sein und da als GameCube exklusiver, hat sich dann später dann geändert, dass ich das Spiel nicht wirklich verkauft hat auf dem GameCube, logischerweise. It's freezing. So cold all of us are in. Must be my imagination. Sorry, it took so long. Muss mal kurz pinkeln, der Kumpel. Währenddessen, während hier auch noch die ganzen Sequenzen kommen, kann ich mir ja währenddessen Gedanken machen. Denn logischerweise kann man ja nicht zocken, wenn man hungrig ist. Und deshalb gibt es erstmal einen Snickers. Nicht du, wenn du hungrig bist. Ist ein Snickers. Zwei. Ist ein Doppelpack. I'll go and have a look around. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Knöllchen, Alter. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Nö, nicht. Geht los. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject is Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Wie gesagt, wer kennt es nicht, wenn man so eine Frau über Walkie-Talkie irgendwie so, die sich unterstützen will hier, dann spricht, fragt man natürlich erstmal, ach ja, ich dachte, du wärst eigentlich älter. Naja. Egal. Lassen wir das beiseite, genauso wie diese Snickers hier. Das ist leider im Game drin, ne? Hm. Wir haben nicht. Forget your makeup or something? Nö. Hab ja nicht mitgenommen. Wir sind ja jetzt mit Dion nach Europa gereist. Vielleicht mal Money einsacken. Nein, jetzt ist der andere weggeflogen. Leck mich. Ist ich noch einer gewesen? 300, okay. Das, ja, er ist in mich reingeflogen, geil. Aber wie viel haben wir überhaupt am Anfang? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Okay, am Anfang haben wir 30 Schuss, beziehungsweise dafür sind noch 29 übrig. Dann haben wir noch ein Erste-Hilfe-Spray, gut. Ich sollte das Spiel jetzt eigentlich inzwischen einigermaßen können. Damals, als ich das Original tatsächlich auf der Wii gespielt habe, also die Wii-Edition, konnte ich das Spiel gar nicht. Aber jetzt habe ich es einigermaßen verstanden und kenne auch die ein oder anderen Tricks, um bei Gegnern Munition zu sparen. Werde ich auch so gut es geht anwenden, versuchen anzuwenden. Zum Beispiel das mit dem Messer gefunden. Ja, wow, da ist einfach nichts drin, Hammer. Wie kann man auch hier ins Fenster reinspringen, aber das jetzt in dem Fall nicht funktioniert. Ich glaube nur raus kann man, nach draußen kann man rausspringen. Oder verschwerte Karre den Weg, okay. Ist nicht, ja dann... Gehen wir mal die Einheimischen besuchen und fragen mal nach
der Präsententochter nach, die ja Ashley heißt. Koch gerade oder so. Sir? Jene einfach ignoriert. Ganz easy. Ah, jetzt. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Okay. Sorry to have bothered you. Alles klar. Freeze. Ah, denkst du, das wird er machen? Nö. Er doch nicht. Schön Bein schießen hier. Bam. Dann wechseln. Bam. So schön. Genau. Aber ich glaube, der lebt noch. Schnell wieder Messer. Genau. Ein Schlag mit dem Messer, dann reicht es. Ach. Jetzt ist die Karre weg und dann kommt doch schon der nächste. Ja gut. Selbst wenn sie Bock gehabt hätten mitzukommen. Ja, die hätten sich helfen können. Beziehungsweise hätten sie mitkommen müssen. Wären sie jetzt nämlich nicht im Auto drin, dann wären sie noch hier. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Ja, alles gut. Alter, jedes Mal, wenn die. Er ist kein Zombie. Ja, das habe ich ja gerade eben gesagt. Es gibt hier nämlich keine Zombies. Habe ich ja schon gesagt, dass es hier keine Zombies mehr gibt. Anscheinend haben sich viele Menschen getötet. Ja, das sehe ich. Ich hoffe, Ashley geht's gut. Glücklicherweise geht's ihr gut, aber ja, wir müssen sie erstmal finden. Hier kann ich rausspringen, genau. Aber erstmal hole ich mir die wunderschönen 10 Pistolenmunition. Machen wir gleich. Komm, springen wir mal raus hier. Aus der Bude. Oh, da kommt gleich, ja. Nein. Bein. Messer. Aua. Oh, da ist ja gleich der nächste. Mein. Verdammt, da habe ich mich gleich nur schlagen. Wir sind zu dritt, Alter. Fuck, ist zu dritt. Weg mit dir. Oh, jetzt habe ich den anderen auch ein bisschen weggekickt. Bam. Ich mach Schaden. Okay, der ist tot. So, manchmal funktioniert es mit dem Treten, manchmal aber auch nicht. Also. Muss ich immer. Oh nein, der lebt noch, oder? Ja, der lebt noch. Jetzt sind wir. Okay. Und droppen halt Geld und sowas alles. Oder halt auch Munition oder so. Ja, hier Geld. Kann man halt später. Für. Na, wohl, das sage ich lieber noch nicht. Das sage ich lieber noch nicht. Im Übrigen, falls du nicht. Habe ich noch nicht erwähnt, ne? Dass ich Bock habe, dass du hier das Let's Show. Hier, also dieses erste Video beziehungsweise eine Stunde machen zu machen oder vielleicht sogar eineinhalb, überlege ich mir noch, während wir das ja während wir zocken. Ob aber mehr Videos kommen, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Wie gesagt, kommt drauf an. Vielleicht kommen wir bis zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, also quasi bis Kapitel 2.1 oder 2.2, wie auch immer das war. Bam. Ja, ich weiß schon, das Gejaule kommt nicht von den Viechern, logischerweise. Das ist nämlich. Hier. Wo auch immer er die Handgranate her hat. Keine Ahnung. Hier, das ist nämlich der Hund hier, der hier nämlich gefangen ist. Man kann ihn hier liegen lassen. Kann man ihn sogar. Ah, man kann ihn sogar erschießen, Alter. Aber macht das nicht, macht das nicht. Ich bin eh ein Hundefreund. Ich würde das eh niemals tun. Bin mit einem Hund groß geworden, also. Nee, das krieg ich nicht übers Herz, niemals. Wir helfen ihm natürlich. Und es ist sogar nicht nur irgendwie nur einfach so hier, dass er dann flüchtet. Nee, der wird euch später bei einem Bosskampf helfen. Also tut es, ich empfehle es euch, das zu tun, weil wirklich, der wird euch später sehr krass bei einem Bosskampf helfen, sage ich euch. Und wie gesagt, ich kann ihn nicht töten, sterben lassen. Oder sogar halt selber töten. Nee, das mache ich nicht. Fuck you. Ich habe zu lange mit einem selber mit einem Hund zusammengelebt. Niemals. Zu tragisch.
Aber mein Hund war Wald halt auch nicht mehr unter uns. Das ist auch schon tragisch genug, also. Dann auch noch Hunde töten? Nee. Never. Wir haben so ein paar Fallen aufgestellt. Alter, diese Bärenfallen hier, dann muss man hier ganz genau gucken, hier im Gras. Da hat der Hund leider nicht so ganz aufgepasst, aber wir sind ja zu Hilfe geeilt. Und es wird sich auch auszahlen später. Scheiße, ja. Ich weiß nicht, was die labern, ey. Aber solange nur der eine ist, bam. Okay, da war es jetzt mit dem Treten nicht geklappt. Messerchen halt tot, gut. Wenn es sein muss. So. Spart halt alles Munition, also sag ich mal so. Da haben wir eigentlich. Ja, kann man sich nicht beschweren, oder? Hab's auch schon kurz einmal da aufs Maul bekommen. Aber ja. Kann man in diesem Spiel auch seine Gesundheit vergrößern halt. Also ihr habt ja gesehen, dass es vielleicht das Teil nur, wenn es voll ist, nur zur Hälfte gefüllt ist auch nur. Von diesen ganzen Balken da. Das liegt daran, dass es halt auch in diesem Spiel neues gelbes Kraut gibt. Ich weiß nicht, ob es in Resident Evil 5 oder 6 auch noch mal vorkam, aber hier auf jeden Fall gibt es so gewisses gelbes Kraut, wo man seine Lebensanzeige um ganz kleinen Zipfel erhöhen kann. Also ja. Da gibt es eine gewisse Anzahl im Spiel und ja, wo man halt sein Leben erhöhen kann. Ich weiß zwar nicht, wann es das erste gibt, aber das werden wir bestimmt auf jeden Fall hier im ersten Part, also im ersten Video hier auf jeden Fall sehen. Bestimmt. Soweit werden wir ja wohl kommen. Hi. Sexuelle Diskriminierung gibt's hier wohl nicht. Ich muss sie schnell finden. Ja, alles klar. Ich glaube hier wirklich bei diesen Bastarden. Aua. Scheiße. Das ist sinnvoller. Scheiße. Okay. Schnell wegmessern. Ich glaube, ich muss hier jetzt schon leider jetzt schon meine erste Hilfe-Spray verwenden. Eigentlich total unnötig, ey. Hab das schon. War das sogar ein zweites Mal schon mal. Ich glaube, ich habe es auf der Switch sogar schon. Switch Lite sogar schon mal ein zweites Mal gestartet, als ich bei einem gewissen Kapitel nicht mehr weiterkam. Habe ich Bock, das einfach nochmal ein bisschen halt zu spielen und so ein bisschen zu üben. Nennt man ja nicht alles sofort. Ja, ich weiß, dass du da bist. Lass mich verstecken. Bam. So. Alles easy. Zur Munition. Nein. Oh, noch mehr. Alter, wie viel haben wir denn jetzt schon? Haben wir jetzt nicht sogar schon ein zweites Stack? Money, 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 money. Ja, wir haben schon ein zweites Stack. Krass, aber der wird gleich weg sein, denn. Ja, nachladen. So. Aber wir haben verdammt viel Munition, also sieht man mal, was man da spart. Will gar nicht wissen, wie viel man Munition man für die ganzen Zombies so ohne Treten und so bräuchte. Also wirklich das Beste ist, denen auf die Beine zu schießen und die umzutreten. Wenn's geht, Leon, sonst Totmesser. Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it, thanks. Also Spielanleitung. Ah ja, es gab eine Spielanleitung 1 im Menü, aber das haben wir jetzt halt nicht reingezogen, weil ich das halt schon alles kenne. Ja, hier wird dann nochmal das Nachladen. Treten. Das Inventar. Ja, kenne ich ja schon alles hier Dorfdateien und so. Warte, das kann man ja. So, B. Und dann kann man hier also Karte, Dateien und so. Schlüssel und Schätze. Das sind Objekte wie so Schlüssel und sowas alles. Logischerweise steht auch da. Und hier Schätze so, die man. Alte Objekte, so Juwelen, die man verkaufen kann später. Waffen und Heil-Items halt, hier dieser Koffer, was auch ganz interessant ist. Das ist auch echt ein Pluspunkt tatsächlich für das Spiel. Dieser Koffer hier halt. Dass man halt, damals hat man ja immer einfach so gewisse Anzahl Plätze gehabt und wo dann hier die Dinger reingepackt wurden und so. Aber hier hat man so richtig so einen detaillierten Koffer halt, wo man halt gewisse Anzahl an Kästchen hat und ja, manche fressen halt so zwei Kästchen hier, wie die Dinger hier. Manche eins oder manche sogar wie Pistolen oder so hier, die kleine hier frisst 6. Gibt auch später noch eine Schrotflinte oder sowas, die
Ja, Schrupple war es, glaube ich, die... Wie war das? 10 oder so frisst. Ich glaube 10 oder 12 oder so. Den war extrem viel. Dann kann man hier die mit R und L drehen auch noch hier, dass man sie so... Also man kann sich hier sozusagen seinen Koffer so zusammenbasteln. So den Platz sich so einteilen. Ist ganz interessant. Ist auch auf jeden Fall, wie gesagt, ein positiver Punkt des Spiels. Auf jeden Fall. Wie gesagt, das komplette... Habe ich ja gesagt, das komplette Spiel ist nicht... negativ. Es hat schon seine positiven Punkte, muss ich echt sagen. Ja, wie gesagt, man sieht aber auch schon, dass es halt nur ein HD-Remaster, wie zum Beispiel gerade eben das Fernglas ein bisschen in die Haare reingebackt oder so. Oder etc. Es ist halt nur ein HD-Remaster und kein Remake. Es ist halt einfach das Original GameCube-Spiel, bloß halt in HD aufgehübscht und ein paar Texturen halt hier, wie der Baum oder so, ausgetauscht. Aber sonst, wie man sieht, so Bugs oder so, Glitches wurden leider nicht entfernt. Die können wir uns höchstens hier so ein bisschen umgucken und unseren einen der Kumpanen erblicken, den sie einfach mal auf den Scheiterhaufen geschmissen haben. Alles klar, auf jeden Fall. So geht man heute mit denen um. Aber ja, wir müssen ja auf jeden Fall hier in die Meute rennen. Vielleicht mal der Frau hier ins Bein schießen. Damit die sich nicht noch vermehren können hier. Warum ist so lange hier rum? Weil jetzt kommen nämlich die anderen. Und kämpfen ist eigentlich jetzt nicht angesagt, denn wir müssen nämlich in dieses Haus hier rein. Man könnte natürlich kämpfen, ja klar, aber es lohnt sich nicht. So, jetzt können wir richtig krass mit den Kettensägen, Alter. Kettensägen-Massaker des Todes. Hatten wir ja schon in Resident Evil 7 gehabt, aber okay. Okay, jetzt können die da oben rein und da kommen wir jetzt. Also ganz schnell jetzt hier alles, was hier in dem Raum liegt, jetzt alles schnell einsammeln. Quasi Munition. Weil es dauert nicht lange, bis der Kettensägen-Typ hier drin kommt. Logischerweise. Hier schnell die Flinte nehmen. Handgranate. Geld. Flinten-Muni. Macht man das da auf? Oder ich springe einfach raus, ja, machen wir es so. So. Schnell hier runterspringen. Oh, da liegt ein Ei, glaube ich. Da liegt ein Ei. Damit kann man sich heilen, nämlich. Ach nee, die Frau hat es gedroppt. Warte mal, oh mein Gott, der Kettensägen-Typ ist hinter mir her. Schnell die Flinte. Ich könnte auch die Granate rausschmeißen, aber ich würde sagen, die sammeln, sollen sich erstmal sammeln. Da ist er. Bam. Bam. Gott, das könnte ich jetzt drin schmeißen? Warte mal. Warte, das war nur die Frau mit dem geplatzten Kopf, oder? Das war nicht der Kettensägen-Typ. Nee, das war... Nee, das war der nicht. Schade. Wäre auch so schön gewesen, wäre da jetzt der Kopf geplatzt. So, zwei Granaten haben wir. Zack. Bam. Und Flinte wieder. Warte, sind die tot? Oh, ich glaube, ich... Nee, der steht noch, der steht noch. Scheiße. Verdammt. Da steht er noch. Verdammt. Der hält nämlich verdammt viel aus. Da brauchen Schüsse nicht, um den zurückzuschmeißen. Wir bräuchten die Flinte eigentlich, um den wirklich beeindrucken zu können. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, Alter. Gerade so noch. Ich glaube, der braucht nämlich nur einen Hit, dann bin ich tot. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich schmeiß diese zweite Granate ein, oder? Ich muss. Oh, Scheiße. Okay, vorbei. Ist der jetzt mit der Kettensäge gestorben, oder? Es geht hier halt um das Geld halt, weil die bringen alle extrem viel Geld. Ich glaube, der braucht bringt 10.000, glaube ich. Das ist leicht verdientes Geld. Beziehungsweise nicht leicht verdientes Geld, ist... Was ist Geld? Come on. Also man kann im Prinzip auch einfach nur rumrennen und warten. Oder so. Oder nicht? Muss man eine gewisse Anzahl Gegner killen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, man könnte im Prinzip auch einfach nur hier rumrennen.
und vor ihnen wegrennen, aber... Ja, bis er diese Sequenz hier abgespielt hat, weil getötet habe ich noch nicht alle. Wären sonst neue gekommen. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Okay. Ja, ja, ich habe keine Granaten, ich weiß. So. Mal nachladen. So, jetzt können wir uns aber im Prinzip hier umschauen, weil jetzt sind ja keine Gegner mehr da. Müssen wir hier ordentlich Money mitnehmen. Und Schrupplen-Money. Wer ist der jetzt gestorben? Ich glaube, der ist gestorben. Ich glaube, das sind die 10.000. Ja, das sind die 10.000. Geil. Also er ist gestorben tatsächlich. Gut, da hat sich die Granate Wesens gelohnt. Pistolen-Money. Blendgranate, okay. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und im Prinzip ja, jetzt heißt es eigentlich erstmal hier erstmal alles auskundschaften. Erstmal alles mitnehmen, was wir kriegen. Hier ist so ein Ei, genau, ein Hühnerei. Das kann man essen, da kann man sich halt ein bisschen heilen. Könnten wir hoch. Man könnte auch die ganzen Leitern so runtertreten. Oh, ein rotes Kraut. Könnte die alle auch runtertreten, damit die Gegner halt nicht da hochklettern können, weil die sind halt nicht die normalen Zombies. Die sind auch nicht, die haben auch einen anderen IQ. Also die können auch denken und halt strategisch mit ihren Gegnern, mit ihren Kumpanen kommunizieren. Und hier haben wir ein gelbes Kraut. Das können wir uns jetzt hier zusammen mixen hier. Machen wir uns so ein richtig geiles Maximum Pack hier so. Gelb, rot und grün. Können wir das nehmen, falls wir angeschlagen sind. Dann können wir halt gleichzeitig unsere Gesundheit auch geringfügig erhöhen. So viel macht es jetzt auch nicht. Leider. Aber dafür gibt es halt auch einige, die irgendwo verteilt sind. Ich weiß nicht, ob irgendwelche versteckt sind oder so. Ich habe bisher eigentlich alle relativ auf dem Weg gefunden, die ich in meinem Private gesammelt habe. Ich weiß nicht, ob es auch versteckte ein paar gibt. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, Capcom. Damit man auch ein bisschen sucht. Und nicht die alle einfach auf dem Weg sind. So. Ich glaube, in dem Raum, das war ja der, wo wir rausgekommen sind. Wo wir reingeflüchtet sind, ja. Da müsste es eigentlich nichts mehr drin sein. Müsste eigentlich alles bekommen haben. Sonst, oh, 3300. Geilo. Kann hier. Nee, kann man nur prüfen, leider. Ich dachte, dass man eventuell den Schrank aufmachen kann. Schieben. Ah, damit hätte ich die Tür zu machen können. Oh, und hier kann man Tür auftreten. Mit zweiter Geld, 1000. Wird sich schon später noch ergeben, was man damit anfangen kann. Dauert auch noch ein bisschen. Müssen eh noch erstmal durch so einem anderen Abschnitt. Nee. Prüfen. Stack, da steht ein schmutziges Bett. Das scheint Blutflecke zu sein. Ja, schön für dich. Ja, hier könnte man kochen, aber habe ich keinen Bock. Also wie gesagt, könnte man, aber leider hat Capcom zu faul, das einzuprogrammieren. Kann man sich auch so ein schönes Omelett brutzeln können oder so. Wäre da mal was. Hier gibt's aber leider nicht. Gibt's noch so irgendwas? Nee, von hier bin ich gekommen. Mal. Können wir Insektenbunker rennen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, aber braucht man später. Das hat alles noch was mit später zu tun, aber hier kann man nochmal hoch. Gibt's denn die Schrotflintenmuni? Da bin ich alles täuscht, ist hier um Schrotflintenmuni. Hier im Glockenturm. Jupp, 5 Stück. Ja, warum Leon auch immer nicht die Leiter nimmt. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich konnte das auch nicht auswählen, ich konnte nur runterspringen. Also frag mich nicht, warum er es nicht macht. Oh, da ist noch was. Und hier müssen wir sogar lang hier gleich. Give it to me. Nischt. Geil. Gibt's auch irgendwo irgendwie Eier, die so irgendwie rumliegen? Hühnereier? Wenn ich mich damit heilen kann, weil die sind, wenn man viele davon hat, dann ist es sogar echt geil. Da war noch nicht drin. Moment. Nee, ich kann hier ran, ne? Ja, kann ich. Moment. Ne, ist ein anderes Haus. Ne, ist ein anderes Haus. Doch. Dann gönnen wir uns hier noch den Inhalt. Wenn hier zumindest einer ist, nicht irgendwie da.
Ja. Brandgranate von 700 Gold, sage ich jetzt mal. Ich weiß jetzt nicht, wie das offiziell heißt, aber die Währung hier. Steht da nicht irgendwas? Peters. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Kann man auch seinen Kumpan prüfen. Also im Alles in der Welt. Wenn er doch nur mitkäme. Und es ist auch nur einer von beiden, was mit dem anderen passiert. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Oder vielleicht findet man ihn irgendwann im Spiel. Ich weiß es jetzt nicht mehr, leider. So, hier ist noch eine kleine Bude. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Geil. Aber hier. Pistolenmuni. Wo wir jetzt unser zweites Deck anfangen. Alter, wir haben so viel Pistolenmunition. Ja, wenn man halt so richtiger Sparfuchs ist, dann stehen wir am Ende mit sehr viel Munition. Aber man wird sie aber später auch brauchen, das sage ich euch. Beziehungsweise halt auch dann, wenn halt das Treten nicht oder so nicht funktioniert. Wenn man wird die Munition brauchen. Ach, und hier gibt es noch ein paar Kandidaten, die Glocken nicht gehört haben fürs Beten. Diesen Lord Zeddler oder wie der heißt. Der, wie es aussieht, der Ursprung für diesen ganzen Virus hier ist. Weil ein Virus ist trotzdem, auch wenn die noch weiterhin Menschen sind. Also beziehungsweise so wie Menschen denken und so arbeiten, wie man hier sieht. Trotzdem sind die von dem Virus befallen. Und ja, ich weiß, es ist gerade Arbeitszeit, aber leider muss ich das jetzt hier leider unterbrechen, ne? Bam. Das Maul, so. Sind im Prinzip eigentlich Arbeiter, aber ja. Das Messer. Bringt nichts. Wir haben zwar so viel Munition, mir könnte es eigentlich egal sein, aber egal. In jeder Ecke sparen. Hallöchen. Bam. Aua, er konnte mich leider noch abwerfen. Nicht mit mir, Alter. Nicht das Vieh töten. Gut, jetzt ist es passiert. Es tut mir leid. Das ist im Prinzip eigentlich unnötig, aber ja. Wenn er jetzt leider neben den Gegner sitzt, dann kann ich jetzt leider auch nichts gegen machen. Tut mir leid. Also es gibt auch nichts, wie man sieht, dafür, dass man die hier tötet. Das ist komplett unnötig. Man kann hier unnötige Tiere töten. Will ich zwar eigentlich nicht machen, aber ja, wie gesagt, da konnte ich jetzt nichts machen. Das muss jetzt passieren. Hier haben sie die Leichen gelagert. Ich fasse es nicht. Das sind lauter Leichen. Ja, habe ich auch schon erkannt. Oi! Hier ist der Hund, dem wir geholfen haben. Mal. Was denn du hier? Mal. Mal. Oh. Okay. Kann es sein, dass er Angst vor mir hat? Aber ich habe ihm noch geholfen. Hm. Hühnerei! Ich glaube, die können nämlich auch die spawnen. Ah, so. Es gibt nämlich auch Unterschiede zwischen den Hühnereiern. Man kann nämlich weiße, braune und tatsächlich auch goldene bekommen. Und die goldenen lassen sich heilen, glaube ich, nicht nur mal die komplette Lebensanzeige, sondern können sich auch tatsächlich gut verkaufen, soweit ich weiß. Aber ich würde die eher für heilen nutzen. Dafür kriegt man ja genug Geld hier im ganzen Spiel. Zum Beispiel auch für sowas hier. Nämlich halt das hier, dieser Anhänger hier. Man könnte ihn jetzt abschießen, dann würde er allerdings hier ins Zeug reinfallen. Und ja, man kann es verhindern, also dann wäre der nicht mehr so viel wert. Wenn man dieses so macht. So. Dann bleibt der gute Wert erhalten. Dann bringt der, glaube ich, 10.000, glaube ich. Also das ist richtig geil. So, dann ist hier. Oh, da drüben ist noch einer am Arbeiten. Und dem kümmern wir uns gleich. Hier geht es erstmal um ein gewisses Thema, nämlich die blauen Medaillen. Das ist so eine Art Quest, sage ich jetzt mal. Nämlich 15 blaue Medaillen, 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Hat wahrscheinlich dieser entsprechende Typ abgehängt. Hier, hier ist zum Beispiel die erste, beziehungsweise kann man sie jetzt einfach auf der Karte sehen. Nee, das ist die Karte. X ist die Karte. So ein Shortcut, genau. Shortcut, sage ich mal so. Dass man da ganz schnell zugreifen kann auf die Karte. Und dann sieht man hier, die ganzen blauen Punkte, das sind alles die Medaillen. Zum Beispiel hier dann 7 und da unten die 8. Oder, nee, andersrum. Da sind 8 und da sind 7. So. Ach, er hat mich schon gesehen. Ja, hi. Ist aber eher mit einer Missgabel. Der muss erstmal zu mir rankommen, dass er mich angreifen kann. Nicht so wie so ein Typ, der hier
ihre Waffen nach mir werfen können. Das ist gefährlich, aber für mich. Ist noch einer? Ja, ist. Hi. So, alles Nahkämpfer. Können aber nichts gegen mich machen. Bei den Fernkämpfer habe ich echt Probleme. Die schlagen mich jetzt noch. Aber siehst du ja. Fernkämpfer, keine Chance. Die kommen gar nicht erst dazu. Ah, hier ist ein Spinell. Ui, sehr schön. Das kann man verkaufen. Okay, wollte gerade sagen, hier ist noch, hat doch keiner versucht, noch irgendwas nach mir zu werfen. Oh, Alter, wo kommt der denn her? Nee, Alter. Oh, Scheiße. Okay, da hab ich ganz schön verfehlt oder so. Bam. Wo immer du herkommst, du Dreckiger. So. Was ist dein mit deiner ollen Äxte? Die alle mit Äxte und so weiter alles rumwerfen. Oh, Money. Hat der auch Money gedroppt? Können wir gleich mal sehen. Warte. Mehr Geld. Der hat sogar ein Kraut gedroppt. Oh, das ist ja geil. Das kann man sich mal gönnen. So. Packen wir es hier so rein. Und da sieht man jetzt auch, da sieht er jetzt unten diesen klitzekleinen Balken, da diesen mini kleinen Anteil, zumindest den Anteil vom Balken. Den er jetzt, den wir jetzt extra bekommen haben, also ja, wirklich so viel extra kriegt man da jetzt auch nicht bei den Dingern. Aber wie gesagt, dafür gibt es halt mehrere von den Dingern. Dass man halt komplett dann auf den ganzen Kreis da oder Dreiviertelkreis da kommt. Das ist ja, ja genau, müsste genau ein Dreiviertelkreis sein. So, ach so, wahrscheinlich kam er von hier oben, ne? Kann man sagen, ja. Was hat er denn hier bewacht? Pistolmunition, ja, nehme ich. Kann ich nicht rausspringen? Ah, ja. Oh, hey, verfehlt. Naja, okay. Sollte mir eigentlich egal sein, weil wir haben so viel Munition. Ja, sollte uns eigentlich scheißegal sein, aber ja, ich sag's euch. Auch wenn wir so viel haben, jeder Schuss ist wichtig. Hier. Ah, warte. Da haben wir einen Schatz gefunden. Geil. Aber ich bin jetzt mal gar nicht mehr so sicher, was hier war. Stimmt, Schatz. Geil. Aber warte, müssen wir gleich nochmal hoch. Ich würde nämlich sagen, wir. Oder? Warte mal. Hier? Ja, der war da. Aber müssen wir so oder so nochmal hoch, weil ich würde dann erstmal die ganzen. Medaillen ja abarbeiten. Damit wir die haben. Genau, hier oben. Gegner müssen jetzt hier alle tot sein, hoffentlich. Oh nein, ich bin zu weit weg. So. Genau. Da oben. Ist halt auch ein bisschen schwieriger, die Medaillen zu treffen, desto weiter sie halt weg sind. Nicht nur, dass ich irgendwie. Denkst du hier? Sondern ja, ihr seht ja hier. Der Leon, der. Bewegt halt auch seine Hände, logischerweise. Kein Mensch kann im Real Life so komplett stillhalten. Ist noch ein Videospiel, also man hätte es machen können, aber ja. Ist realistischer. Macht es ein bisschen realistischer. Kann man jetzt positiv sehen oder auch nicht? Ich find's okay, also ein Mittelding. Mir ist es egal, ob jetzt die Spiele logisch sind oder nicht. Lieber natürlich, da sie nicht logisch sind, weil logisch ist das Real Life schon genug. Da kann man auch mal wenigstens Videospiele mal ein bisschen unlogischen Stuff bringen. Aber ja, ist es egal. Wenn die Entwickler halt die Spiele logischer, also realistischer machen wollen, dann ist es halt so. Und viele feiern das ja auch, also können so Leute wie mich, denen das egal sind, ja. Können wir eh nichts dran ändern. Und in manchen Fällen ist es ja auch wirklich positiv, wirklich. Also. Die eine noch. Oh, hier. Oder? Ja. Ja, hier, ganz simpel. So. Oder? Ne, eine noch da ganz hinten. Okay, warte, die holen wir schnell. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Glaube hier hinten. Muss aber trotzdem von hier unten schießen, ne?
Sonst hätte man ja da reingehen können, aber... Ja, nee, stimmt, da ist ja gar kein Fenster. Nee. Da müssen wir was von hier so. Das sind von 15. Und für 10 gibt es halt, wie es da stand, eine besondere Pistole. Oder stand es da? Nee, okay, jetzt wisst ihr das eh. Dafür gibt es eine besondere Pistole. Aber was für eine, das will ich noch nicht spoilern. So, da drüben dürfen wir noch nicht durch können. Ja, das Rot, genau. Können nur hier lang. So. Und dann gehen wir auch hier lang. Ich glaube, da jetzt noch irgendwas fehlt. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Okay. Oh scheiße, Button. Buttonzeug. So ein Scheiß darf natürlich auch nicht fehlen. Auch wenn ich sowas scheiße finde eigentlich. Also ich kann sowas nie. Alter. Und das ist auch manchmal anders tatsächlich. Also es ist nicht immer gleich. Manchmal kommt da auch ZR und ZL drücken, um auszuweichen. Also hat doch so ein bisschen random Faktor in sich. Also auswendig lernen ist auch nicht. Leider. Dann gibt es hier ein paar Spinels hier oben an der Decke hängen. So. Und eine Fledermaus, die irgendwie Probleme hat oder so. Oder zwei drei Fledermäuse. Ich kann gegen eure Lage auch nichts machen. Ich kann ja nichts dafür. Okay. Hi. Gut. Oh nein. Boah. Wir sind spät dran erinnert, aber scheiße. Ich komm jetzt mit Dynamit, Alter. Warte mal. Mann! Ah! Mann, hör auf! Zappel nicht so rum! Mann, du musst die treffen! Hüpf immer weiter! Ich muss das Ding treffen, während er es in der Hand hat! Geht so nicht! Ich muss hier durch. Oh, da kommt da hinten auch einer, ne? Ja, genau. What the fuck, der wirft hier durch! Oh, ich lebe doch, Alter! Holy fuck! Ich habe aber nichts zu mischen. Was soll ich denn jetzt machen? Ja gut, man kann auch grün und grün kombinieren, aber es heilt kaum was. Okay, ich nehm's zurück. Hat wenigstens voll geheilt. Scheiße. Aber noch einmal kann ich mir das nicht leisten. Wo ist der? Hat er sich selbst in die Luft gejagt? Ja gut, dann Mann, Alter, hör auf. Ich bin fucking schlau, Alter. Mann, ich hasse das. Oh! Ja gut. Manchmal sind die schlau. Manchmal sind sie auch... What the fuck? Hä? Wirft denn jetzt noch hier rum? Hochgeballert heute. Mensch. Ach Mensch, ey. Was ist denn los hier? Hier stand noch einer, oder was? Alter. Überall ballern sie hier rum mit ihren Granaten. Aber killen sich selber damit. Sind zu blöd. Okay, raus hier. Ist hier noch irgendwo einer? Nee, der ist, hat sich, glaube ich, auch wieder sich selbst umgebracht. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Alter. Was hier? Noch ein Spinell. Ja, okay, gut, dann nehme ich auch. Ich sage auch noch, man sollte immer mal aufpassen wegen... Und den Fallen, dann lade ich selber in so ein Teil rein. Na komm. Na komm. Ach so, die ist aktiviert. Ach so, ja, stimmt. Nee. Wenn man einmal reinlatscht, dann ist die aktiviert. Dann kann man sie nicht nochmal triggern. Dann war's es. Aber liegen halt überall woanders welche rum. Also immer aufpassen, rate ich euch auf jeden Fall. Und sie hat es ja gerade eben gesehen. Sieht einen ganzen Balken ab, so wie ich das sehe. Oder so ein bisschen mehr sogar als ein Balken. Heilige Kacke. Kann echt nervig werden. Er tritt auf den Kack. Okay, hier eine Schreibmaschine. Ist hier nicht irgendwas? Geld! Speichern wir halt mal. So, 1-1 sind wir noch. Spielen aber schon 41 Minuten, Alter.
Resident Evil 7 hier mit den ganzen Fallen. Mit Lucas Baker. Da haben wir letztes sogar, das vor kurzem ja sogar gespielt. Mit Lucas. Oklahoma müsste es auch schon sein. Ja, doch sogar, ja, stimmt. Könntest sogar eigentlich weitermachen, aber ich mache jetzt erstmal hier das Let's Show. Hier starte ich erstmal. Habe jetzt erstmal Bock. Ich habe jetzt auch Wochenende jetzt, also ja, wir haben Zeit. Oh, Kraut, ja, das brauche ich. Habe ich jetzt gerade meine letzten beiden, muss ich leider verschwenden. Wir haben so noch Eier, aber also Hühnereier, wenn wir uns hier nicht falsch verstehen. Aber die heilen nicht so viel. Warte mal, ich kann immer eins reinschmeißen. Ja, wie gesagt, sonst war ganz geil, aber die, so viel heilen tun die auch nicht. Obwohl, nee, die Weißen, die heilen sogar einigermaßen gut. Und die Braunen, die glaube ich, die heilen nicht so krass. Ich glaube, die Gelben heilen die Silberne, Alter, die weißen Eier, Hühnereier, die heilen einigermaßen noch okay. Und die goldenen heilen halt komplett, aber da haben wir bisher noch keine gefunden. Da habe ich in meinem privaten Speicher auf der Switch Lite, habe ich sogar auch bisher auch nur ein einziges gefunden. Also da muss man auch echt Glück haben. So. Ach so. Na, warte mal kurz. Oh ne, kann man nicht wieder gehen. Ja gut, dann fingern wir das mal kurz. Little rough, don't you think? You're not like them? No. You? Okay. Danke für die Antwort. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Not bad, not bad. Aber what the fuck. Okay, damit haben wir Kapitel 1.1 abgeschlossen schon mal. Das ist Kapitel 1.2. Also wieder so eine Zusammenfassung halt hier wieder. So Trefferquote 84%. Ah. Bin ja nicht der Beste in Shootern, wissen wir alle. Getötete Gegner 35 und verlorene Leben 0 tatsächlich. Wie gesagt, ich hab's ja, spiel's ja auch nicht zum ersten Mal, also geht das noch? Also da gibt es schlimmere Abschnitte. So, dann mal hier wieder speichern. 1.1 Kapitel Ende. Haben wir eine Dreiviertelstunde gebraucht? Ja. Ich würde sagen, eine Dreiviertelstunde zocken wir das noch. Also eineinhalb Stunden machen wir das voll, das Video. Haben wir noch für die erste Folge gesehen. Let us give you our power. I'm unable to resist this intoxicating power. Hey. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Bah. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. Nah. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be?
Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on Kleines the line. Käferchen. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was Resident bad. Resident Evil 2. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Hey boy, I'm not dying. Who kommt das her? After you. Wurde schnell reagiert auf. Es war mir zwar schon klar, dass jetzt irgendwann gleich das kommt, aber wie gesagt, es wechselt halt immer zwischen YB und ZR und ZL. Muss man leider, ist immer leider mal random. Also konnte ich ganz schnell ZR und ZL drücken. It's Leon. Sorry, I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No, but apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. So, ja, bislang geht's uns doch gut, aber wir haben's gesehen. Uns wurde auch dieser Virus ebenfalls eingespritzt. Und ja, dann ist nur eine Frage der Zeit, wenn wir von diesem Virus, wenn dieser Virus Besitz von uns ergreift. Ach, Hallöchen. Stranger. Stranger. Sagt er andauernd, ey. Auch nicht schlecht. Wer das ist, werden wir gleich sehen. So, Sturmgewehrmunition. Ganz lustig, dass man die hier bekommt, aber ja. Verwenden werde ich sie auch nicht, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin nicht so ein Typ mit Sturmgewehren und so. Aber ja, dazu gleich mehr. Zu diesen besonderen Typen. Oh, da oben sind welche. Wie gesagt, der ist erstmal wichtiger. Got something that might interest you. Got a selection of good things on sale, stranger. Der Händler. So ein Schwarzmarkthändler sozusagen, der uns hier ein bisschen unterstützen lässt. Sogar Waffen kann man hier auftunen halt, verbessern und als Waffen kaufen. Aber gute Ware zu verkaufen, Fremder. Weiß nicht, ob du es gemerkt hast, Fremder, aber im Dorf hängen blaue Medaillen. Ja, er hat nämlich auch mit den blauen Medaillen zu tun. Komm zurück, wenn du 10 oder mehr getroffen hast. Ich habe eine Spezialpistole, die du ausprobieren solltest. Ja, wir haben leider nur 8 bis dann. Wir müssen erstmal auf diesen Friedhof kommen, um das machen zu können. Aber erstmal schauen wir doch mal, was du denn so anzubieten hast. Ah ja, ganz, ganz wichtig, der Aktenkoffer erstmal. Aktenkoffer M, damit wir mehr tragen können. Thank you. So, Schatzkarte Dorf. So, komm, gönnen wir uns auch. Und haben wir das gleiche Sturmgewehr. TMP, die werde ich auf jeden Fall nehmen. Fucking MG. Wirklich, also die, wirklich, das Sturmgewehr spiele ich nicht, aber die MG gibt her. Also das ist mal Maschinengewehr. Das gibt auf jeden Fall her. Das muss ich haben. Thank you. Hilfenwerfer, ja, das ist auch ganz krass, kostet aber auch 30.000. Ziehen wir noch für Sturmgewehr. Erste Hilfe Spray, das nehme ich auch. So, das haben wir eigentlich im Prinzip. Thank you. Noch 2.000. Du könntest sogar noch eins kaufen, krass. Aber, beziehungsweise im Prinzip haben wir jetzt nicht mehr so viel Geld. Allerdings haben wir die ganzen Schätze, die wir verkaufen können. Hier zum Beispiel 4 Spinels. Hier der Perlenanhänger. I'll buy it at a high price. Ja, den wir für 10.000 verkaufen können. Dann hier noch ein Bierstein, der auch nochmal 3.000 bringt. Ja, doch. Ist das Old Stranger? Egal, Stranger ist der schon oft. Naja, wie soll das ansonsten nennen? Warte mal, kann ich die... Ich kann nicht verkaufen, weil ich nutze das Sturmgewehr nicht. Die es nutzen, man kann sich hier im Prinzip entscheiden, ob du jetzt so ein Sturmgewehr nehmen willst. Oder die MG, oder sogar beides, wenn man hier noch Geld hat. Aber
Ich nutze das Sturmgewehr nicht. Nein. Dann kann ich im Prinzip das, die Munition auch verballern. Bringt mir nichts. Kannst du so von mir aus haben. Den Rest brauche ich eigentlich. Ja. Können wir da mal gucken. 23.000 haben wir jetzt wieder. Können wir halt hier Feuerkraft, Feuergeschwindigkeit, Ladegeschwindigkeit und Kapazität erhöhen. Können wir alles auf Level 2 machen, aber... Ich würde gerne mir noch das noch ein weiteres Erste-Hilfe-Spray holen. Weil die sind wirklich schon echt wichtig. Sag's euch. Jetzt können wir zum Beispiel keine mehr kaufen. Könnte heißen, dass man nur maximal 2 bei sich tragen kann. Ich weiß es nicht, aber ja. Wenn wir die 2 nehmen, wir auf jeden Fall mit. So, der Rest bringt uns hier alles nichts. Immerhin gibt es auch noch ein Upgrade für halt die TMP. Hier. Aber bislang noch nicht. Bisher gibt es nur dieses Zielfernrohr für das Sturmgewehr. Womit man halt weiter zielen kann und so. Aber jetzt würde ich sagen, den Rest Geld ballern wir in Upgrades drin. Kleine Pistol. Hm. Können wir da gebrauchen? Stärke eigentlich, oder? 10.000. Und jetzt nochmal ins Gewehr. Auch 15.000. Verdammt, da hätte ich jetzt leider. Hätte ich das Geld jetzt gerade eben behalten, hätte ich in Feuerkraft für die Schrotflinte investieren können, aber leider nicht. Kapazität. Also unser Magazin vergrößern. Das können wir machen, ja komm, machen wir auf. Jetzt können wir uns aber nicht mehr holen. Ja, den Rest brauchen wir nicht so, ja. Hart. Diesen könnte man im Prinzip, soweit ich weiß, auch killen, aber ich glaube... Der Tor spawnt dann einfach überall immer wieder, also... Jetzt, wenn man ihn tötet, das wird einem nichts bringen. Würde ich auch nicht machen, also... Ist doch dumm, ey. So ein Blödsinn. Ja, du solltest auch da bleiben, ne? So. Halt's komplett. Stecke sind vollständig wieder. Ja, okay, gut. Und hier so die ganzen Sprays. Wir können ja auch hier ein bisschen Ordnung schaffen und so. Würde ich sogar sagen, machen wir gleich mal. Sagen nämlich, dann packe ich nämlich die Schrotflinte nach oben hin. Muss ja auch mal sein. Hühnerei. Oh, der braucht den kompletten Platz da oben. Okay. Man könnte dir auch das ganze Zeug kurzzeitig halt da rechts hier ablegen. Dann würden wir halt hier ein bisschen machen muss. Aber es muss halt alles letztendlich dann alles wieder hier drüben. In unseren Koffer halt wieder rein. Das ist halt nur da drüben jetzt, um halt. Ich habe immer Platz halt zum. Zum Versetzen und sowas alles. Damit das alles klappt. Sonst wirklich ein weiterer Koffer ist das nicht. Weil den Koffer kann man auch nicht bekommen, soweit ich weiß. Ich glaube, man kann ihn nur vergrößern. Den Koffer halt durch die Upgrades, die man halt bei dem. Beim Händler da kaufen kann. So. Boah, haben wir noch einigermaßen Ordnung hier geschaffen, oder? Ist zwar mit dem ganzen Zeug ein bisschen durcheinander aus, können wir natürlich... Oder warte mal. So können wir es machen, dann können wir es immer, ist es ein bisschen sortiert. Hier dann halt so Pistolen, dann Granaten, Munition und hier dann Heil-Items. Ja, dann ist es sogar ein bisschen sortiert hier, ja, ist doch nice. Ordnung muss auch mal sein. So. Können wir da weiter? Da warten auf jeden Fall jede Menge Gegner auf uns. Wäre natürlich nice, wenn hier irgendwo ein bisschen Munition für die TMP liegt, damit wir die auch verwenden können, aber. Ja, 30 Schuss sind da ja drin, aber ja. Ist nicht genug. Ist ja da. Da warten nämlich einiges auf uns. Müssen wir uns jetzt durchkämpfen? Was hier? Nüscht. Wow. Spannend. So, hab ich hier. Glaube ich, habe nichts hier drin übersehen, oder? Jetzt einfach nur speichern. Nee, drin ist nicht mehr. Ja, gut. Dann schmeißen wir uns mal ins Getümmel rein. Komm ran hier. Okay. Jetzt geht's los.
Bam. Oh, Alter. Mm. Abschütteln. Okay. Oh mein Gott. Treten. Oh, Alter. Flex, Alter. No, mein Gott. Was, da lebt noch einer? Oh, ein bisschen mehr. Wow, die kommen alle angerannt. Der ballert hier die alle weg. TP-Munition, oh cool. Der hat sich auch... Alter, seid ihr blöd? Die sind richtig behindert. Die ballern sich alle mit ihren eigenen Waffen um. Die sind nicht mit ihren eigenen Waffen um. Was soll denn das? Ich dachte, ihr seid schlau oder so. Das war schlau. Das gebe ich zu. In die Eier geschossen. Zwei mit einem Messer. Ja. Oh mein Gott, ach. Ist das dein Ernst? Ich muss jetzt nachladen. Und ran hier. Oh Gott, da kommt gleich der nächste. Fuck. Das sind viel zu viele. Warte mal, ich packe mal erstmal die Schrotflinte aus. Ja, und da muss ich mich heilen, leider. Ich verhalte das Ei. Ach, dann war es doch andersrum. Scheiße. Dann war es doch andersrum. Dann muss ich ein Kraut. Ja, Schrotflinte. Bam. Schrot, der ballert. Okay, Kopf geplatzt, perfekt. Also alle Toten sind auf jeden Fall nicht. Da kommen noch, kommen noch Musik. Das sagt halt auch ein bisschen, dass halt Gegner noch am Start sind. Der Schrift den Musik brauche ich. Die werde ich brauchen. Oh hi. Wollte sie nicht stören. Bumm. Oh, komm. Ja, nicht mal. Ich wollte eigentlich nicht die Tür schließen. Hey. Hä? Was ist das denn für ein Kack? Könnte ich die Türen durchwerfen, Alter? Da wir uns auch selber rein. Faul, ja. Ich muss jetzt ein bisschen Munition verwenden, Alter. Alter! Ich will nicht schon wieder sterben, beziehungsweise sterben jetzt. Alter! Druck, Alter! Bleib doch mal liegen! Meine Fresse, ey! Normale Piste bringt dir gerade überhaupt nichts. Und? Na komm, explodier doch jetzt. Gut. So, wollte auch sagen, man muss auch langsam mal seine Hand explodieren. Davon, wenn man mit Granaten rumspielt oder mit Dynamit, das sind ja nicht Granaten, muss man ja sagen, das ist Dynamit, mit das wir hier rumspielen. Wir haben Granaten. Ach, da liegt noch einer. Ja, moin, bist du noch? Ja. Ob du mich aufhalten kannst, alleine ohne Waffen, vor allem, zumindest hast du zumindest keine. So. Bam. Tschüss. Ich konnte jetzt auch treten und sowas, als konnte ich jetzt alles nicht machen, weil die halt einfach viel zu viele sind. War auch keine Chance. Hier raus. Boah, alles war es so lange nicht. Und die nächsten. Da oben.
Da oben ist noch einer. Hi. Schön den Hals abpacken hier. Hals vom Kopf trennen, also Körper vom Kopf trennen. Geht aber leider nicht. Oh! Achso, das ist wichtig, das ist wichtig. Stimmt, das war, da brauchen wir. Wir könnten auch einfach durchrennen und die Gegner sein lassen. Allerdings, erstens Money und zweitens muss man hier diese Kisten hier finden mit diesen komischen Pfeilen da drin, ne? Die braucht man nämlich, um weiterzukommen. Ja, das ist auch so ein Beschiss. Wollte zwar da eigentlich hochklettern, aber gut. Oh, stellen wir es halt wieder auf. Gut. Wenn's sein muss. Wie gesagt, ich wollte eigentlich hochklettern, aber was macht er? Schmeißt den runter. Alles klar. So, gönnen wir das ganze Money. Brauchen wir später halt für, falls er wieder irgendwas geiles auf dem Lager hat. Ne? So, hier, genau, hier ist die Tür. Aber brauchen wir halt noch die andere Hälfte für. Also können wir nicht durch. Ist oben einer? Da sind die! Ich muss gerne mitnehmen. Boah, da oben. Oh, Scheiße. Der ist runtergeschmissen, ne? Ja. Hilft seine Kumpanen, Alter. Yeah! Komm alle hoch, ne? Ja, dann gehe ich runter. Au revoir! Ui! Ich bin im Prinzip allen reingegangen. Oh mein Gott! So. Ich kann ihn nicht messern, sonst kommen die anderen wieder an. Alter, die werfen ja auch wieder alle wieder mit Zeug rum, ey. Ist nicht so gut. Das ist nicht so geil. Ich könnte Granaten werfen, ne? Ob ich das machen will? Weiß er nicht. Lieber zur Schrotflinte greifen. Bam. Bam. Kommen wir jetzt die anderen ein bisschen zurück. Donner. So, der wirft. Alter. Schön von hinten, Alter. Fuck you. So. Es reicht aber langsam hier. Hab gesagt, es reicht langsam. Hörst du schwer. Ich verschwende im Prinzip eigentlich meine Schrotflintenmunition ein bisschen. Ich weiß, aber. Durchspielen wir das Scheiß eh nicht, also. Kann durch immer ein bisschen verschwenderisch sein. Da oben ist noch einer. Ich lauf direkt in ihn rein. Bam! Jetzt niedermessern. So. Sonst irgendwer? Ach du Scheiße, sogar verdammt viele! What the fuck, wo kommen die denn alle her? Holy fuck! Ohne Scheiße, wo kommen die alle her? Bam! Ich kann im Prinzip jetzt hier oben campen. Könnte ich machen. Oh ja, komm, packen wir das Teil mal aus. Komm, let's go. Niau! Niau! So geil. Niau! Ah! Jetzt macht so fun. So scheiße. Bam! 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 Mach dann. Miau! Mach mal! Ist mal gut hier! Wow, nicht genug, ey! Die wollen es echt wissen. Die am Schreien sind, ey. Keine Chance. Bam! Okay, die Schuss waren verschwendet. Das gebe ich zu. Neau! Jetzt sterben sie alle. Na? Sushi! Oder was hat der geschrieben? Hui! Noch keine mehr da, aber die haben mir Munition wieder zurückgegeben. Cool. Was ist denn der? Hallo? Die Musik läuft aber noch, also. Hallo?
weiter rumballern. Bin zwar eigentlich nicht so ein Action-Freund, aber hier ist das schon irgendwie echt geil. Ohne Scheiß. Hier macht das schon echt Fun. Das recht mit der TMP. Das ist echt super. 1A. Ich liebe die TMP. Ohne Scheiß. Also es ist ja jedem selber... Kann jeder selber entscheiden, was der lieber feiert oder was er sich holt. Ob sich jetzt die TMP oder die... Dings holt, die... Ist schon Sturmgewehr. Aber ich bin halt auch da eindeutig auf der Seite von der TMP. Auf jeden Fall. So, jetzt sind alle tot, beide letzte. Uiuiuiui, das war mal richtig, richtig geil. Ich hab's ja auch schon gesagt. Das Spiel hat seine positiven Seiten, allerdings auch seine negativen Seiten. Die bekommen schon wieder diese Sturmgewehr-Muni. Ja, muss man ja im Prinzip hinpacken, halt für die, die das Sturmgewehr genommen haben. Bringt halt mir leider nichts, da ich das die TMP genommen habe. Aber dafür habe ich von den ganzen Gegnern übelst viel Munition bekommen. Hier wieder 100 Stück und hier schon nächstes Deck am Start. Ja, ja, kann man sich mal gönnen. Also wir sind jetzt im Prinzip fertig. Wir können jetzt durch die Tür weiter. Eigentlich haben wir auch alles gesehen hier, also wir können jetzt eigentlich wohlbehalten weitergehen. Ich renne ja auch nicht mehr mit der MG rum. Das war jetzt einfach nur aus Spaß, so ein bisschen mal hier, ein bisschen die Typen da an der Leiter ein bisschen ärgern. Musste auch mal sein. Gib den Let's Play ein bisschen, also den Let's Show, nicht Let's Play, Let's Show ein bisschen Mehrwert, damit es ein bisschen lustiger wird. Oder kann man hier rein? Ja, nee, kann man auch noch rein. Dann gucken wir hier nochmal kurz rein. Die Bude. Wow. Ah, nee, hier kann man noch reingucken. Wollte gerade sagen, danke Capcom für den leeren Raum, aber nee, hier gibt's auch... das ist sehr schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber leider habe ich nichts zu mixen. Hab leider mein ganzes Kraut verschwendet. Muss es leider erstmal noch warten. Weil alleine verwenden kann man es nicht. Man muss es mindestens mit einem grünes kombinieren. Genau, siehst du. Kannst du untersuchen, ablegen und kombinieren. Muss man mindestens einmal mit einem grünen gemischt haben, um das verwenden zu können. So. Ja. Also jetzt müssen die erstmal hier auch noch miteinander kombinieren. So. Jetzt verwenden. Zack. Sechseckiges Wappen verwendet. Dann ist hier weiter. Okay. Stille. Dem traue ich auch nicht. Wo bin ich denn überhaupt? Wir sind hier unten. Wir müssen halt dahin, da. Da, wo wir vorher waren. Wir sind jetzt also quasi von da gekommen, da rein, bis da hinten hin. Da sind wir dann geschnappt worden. Und wir wurden hier hinten hingebracht. Oh, die... ja, stimmt. Die Karte, die wir gekauft haben... Achso, ja, stimmt. Ah, das war eine Schatzkarte, ne? Ja, genau. Dann können wir Schätze hier durch Sterne markiert sehen. Genau. Aber wir können auch nicht alle Schätze bekommen. Hier, die halt, die wir schon haben, die sind halt durch ein X markiert. Wir müssen da hinten hin. Ich trau dem Ratten nicht. Hier sind ein paar Gegner auf jeden Fall drin. Aber gerade habe ich auch irgendwie Bock, also ich weiß auch nicht. Irgendwie hat das jetzt das Massaker da mit der MG hat schon echt Bock gemacht. Vielleicht mache ich sogar auf 2 Stunden das Video. Ich weiß es nicht, aber das auch wirklich nur, wenn ich jetzt wirklich noch, wenn das jetzt weiterhin Bock macht. Dann erhöhe ich es eventuell sogar auf 2 Stunden. Und, schon Hammer. Wie gesagt, dann ich weiß ja, und ihr wisst das auch mit Sicherheit. Das Hochladen ist halt das große Problem. Also es ist nicht so, dass ich hier aufnehmen kann, solange ich will. Beziehungsweise kann ich im Prinzip, aber erstens, ich habe auch nicht endlos Speicher auf meinem PC. Und zweitens, ja, desto länger ich die Videos mache, desto aufwendiger ist dann das Hochladen. Und ja, das wird dann das große Problem. Aber wie gesagt, wenn das hier so weitergeht, so richtig geil und ich weiter Bock bekomme, hier weiterzumachen, dann erhöhe ich das dann. Oh, scheiße. Tritt ihn. Bäm. Wunderschön. Das hat auch mal wieder geklappt. Am besten den hier hinschmeißen oder so. Genau, damit er nicht mehr hier rumwirft. Ja. Fuck. Wirft er wieder rum hier, Alter. Bin schon wieder am Arsch, ey. Warum?
Verdammt! Schrotflinte, komm, let's go. Okay. Warte, sind beide Köpfe geplatzt? Ich glaube, beide Köpfe sind geplatzt. Okay. Das ist natürlich sehr gut. Aber ich bin im Arsch, also ich bin sehr angeschlagen. Darf nicht wirklich was riskieren. Denn hier noch welche? Wo denn? Wo? Oh. Leck mich doch. Wo denn? Ich sehe niemanden. DF? Oh, jetzt sehe ich welche. Wow. Jawohl, ja. Bam. Scheiße. Nee, warte. Oh, danke. Warte mal. Man kann ja die, während die die halten, kann man die auch abschießen. Na, scheiße. Nein. Ich muss die treffen, während die die in der Hand halten. Ich muss mal dem... Fuck, Alter, Mann, wie passiert mir das denn? Mann! Fuck! Ethan, Leon! Ethan, wie komme ich auf Ethan? Leon, du... Wie kann ich mich denn ducken? Das ist mir aber neu. Okay, das ist irgendeiner, der hat sich ja irgendeiner in die, durch die Tür durchgewagt, ohne sie zu öffnen. Okay, alles klar. Oder nee, der. Da haben sich die beiden jetzt umgebracht. Ja, die haben sich umgebracht. Das sind voll Idioten. Na super, natürlich, natürlich. Are you seriously? Und das. Bam! In der Fresse, ey. Bam! Nun muss ich aber auch sagen, wirklich, dass Headshots nicht so viel bringen wie damals. Beziehungsweise damals gab. Ja, stimmt. Aber gab es ja noch nicht so viele Unterschiede. Man konnte ja nur einfach auf ihn losschießen. Weil wegen der beschissenen Kameraperspektive. War immer nicht so viel möglich. Oh ja, das war ein schöner Header. Hier kann man erst, hier ist Resident Evil 4, kann man ja erstmals wirklich so zielen hier. Sag ich ja, das ist das erste Spiel, erste Resident Evil Spiel mit der Ego-Perspektive. Vorher gab es nichts anderes. Also beziehungsweise vorher gab es sowas nicht. Vorher gab es halt schon was anderes, aber halt nur Scheiße. Das ist noch nicht genug. Wow! Lauf mal in eure eigene Falle oder so, keine Ahnung. Bam! Natürlich, wenn ich die in die, die Falle schieße, dann nützt es doch. Ich stehe schon in die Eier ballern. Bam! Bisschen assi, dass wir in die Fallen laufen können und ich nicht. Ich dich schon ein bisschen an. So, tschüss. Ist aber genug wieder. Jetzt ist genug. So. So. So, meine Fresse, ey. Das reicht mir aber langsam. Na. Hä? Das ist, ey, das Geld ist despawned. Habt ihr das gesehen? Da lag doch was. Schwör. Ah, hier. In Spinell. Gibt's noch einen? Ne, hier gab's noch einen. Mit Munition. Der ist aber schon aus. So, wie sieht's eigentlich aus jetzt hier? So, eine Halte noch. Hier so ein gelbes Kraut. Bisschen Munition, Schrupflin-Munition, MG, MP, TMP-Munition, einiges. So, genau die drei unterschiedlichen Granaten. Na, Heil-Item sieht ein bisschen mager aus. Da wäre mal schön, wenn ich irgendwie mal ein bisschen wieder Kraut bekomme.
wäre sehr nett. So, schauen wir mal hier durch. Ist ein bisschen was übergelaufen, sage ich mal so. Warum das herkommt. Ach, gerade, wo man gerade vom Kräuterlein spricht, da haben wir sie auch schon. So. Aber halt auch nur ein grünes. Also, warte, stimmt. Da können wir das, das können wir mit dem gelben jetzt vermischen. Verwenden werde ich es noch nicht. Dann halt wirklich nur, wenn es nötig ist, aber ja. Da haben wir das schon mal. Ich würde es dann gerne erst mal mit rotem nochmal vermischen, damit es auch nicht heilt. So. Da gab es auch noch ein Juwel hier drin, da hinten irgendwo, da, wenn man es gesehen hat. Aber da weiß ich nicht, wie man rankommt. Das habe ich in meinem privaten Speicher leider nicht rausgefunden. Weiß halt auch nicht alles, sorry. Oh, hi. Bam, schön in die Eier geschossen. Er fasst sich ans Bein, obwohl ich ihn in die Eier geschossen habe. Gut, alles klar. So. Zack, zack, zack. Wer noch? Oh, ne, immer. Was hier? Fischi! Oh, warte. Der heilt wirklich gut. Der nimmt zwar extrem viel Platz weg, wie man hier unschwer erkennt, aber der heilt, glaube ich, komplett. Ja, stellt Gesundheit vollständig wieder her. Also es ist ein wichtiges Heil-Item, was ich brauche. Kann man, warte mal, was bringen denn die anderen Fische? Ist noch... Leck mich doch. Hab ich doch tot geschossen! Jetzt. Meine Fresse, was bringt die denn? Schwarzer Barsch. Ist etwas kleiner. Und... stellt Gesundheit teilweise wieder her. Aber die nehmen halt sehr viel Platz weg. Also so viele will ich davon eigentlich nicht mitnehmen. Er ist richtig von dem Großen, ihr seht's ja. Der nimmt schon fast den Platz einer Schrotflinte weg, ey. Krass. Okay, dann gibt's hier noch ein bisschen. Blendgranate. Und Geld. Boah. Mich auf jeden Fall nicht. Oh, noch was. Pistolenmunition, ja, nehme ich auch an. Kann ich mal nachladen, wo wir gleich dabei sind. Wieder hoch. Und dann können wir da oben raus. So. Solange mich hier keine weiteren hier mich aufhalten wollen, ist alles gut. Oh, hi. Wieder fallen. Ein bisschen Money. Alles schön mitnehmen. Aber nicht in die Fallen latschen. Das muss auch nicht sein. Weder in die, noch in die. Ach komm, wie konntest du denn das Ding verfehlen? Ja, sag mal, ich zieh doch drauf. Was ist das denn? Lol. Hab doch voll drauf gezielt. Sag mal hier. Geld. Geld. Du? Auch nur Geld. Na gut. 1200 aber dafür. Sammelt sich alles an dann für später. Ah, hier ist wieder sowas. Okay. Gleiche Sache. Diesmal mit einer Taschenuhr. Oh, von mir aus. Nehme ich alle mit. Weil ich den Trick mit diesem Ding da ja schon weiß. Kann man sie sogar auch wieder aufmachen? Ja, kann man. Das bringt dann aber einfach nichts. Stinkt dann jetzt hier alles voll. Muss ja eigentlich nicht sein, aber ja, ist es halt so. Ja, was ist los hier? Freunde! Wo seid ihr denn? Was ist das hier? Das ist eine große Kristallkugel, sie scheint sich zu drehen. So, warte, wir müssen da dieses komische Zeichen da machen, ne? Ja, hier. Es wurde etwas aktiviert. Ja, wir können es durch. Sind wir denn jetzt? Das müsste dieser Lord Zettler sein. Das ist, ja, das ist dieser, der von diesem Virus da gesprochen hat. Also von dieser Macht, die er bezeichnet. Er müsste halt, soweit ich weiß, auch der Ursprung sein für den. Ist dieser Blütenschlüssel, okay. Er müsste der Ursprung für den Virus sein. Es ist auf jeden Fall ein anderer, als der in den vorigen Resident Evil Teilen war. Aber es ist auf jeden Fall einer,
der Menschen unter die Kontrolle von diesem Lord Zettler bringt. Und das ist nicht gut. Er ist recht, da wir den jetzt auch in uns haben. Was ist das hier? Bürgermeisters Notiz. Wie von Lord Zettler verlangt, befindet sich der Amerikaner lebend in meiner Gewalt. Ich weiß nichts über seine Beweggründe. Ich glaube, ich würde die beiden nicht zusammen einsperren. Los würde sich ja keinem Fremden trauen, aber wenn sie doch zusammenarbeiten sollten, würden die Lage verzwickt. Wenn eine dritte Partei involviert ist, wird sie sich eine solche Chance da doch nicht entgehen lassen. Vielleicht ist es eine List von Lord Zettler. Wir sollen verlässbar wirken, damit sich die anderen sicher fühlen. Falls allerdings schon ein Eindringling unter uns ist, sind unsere Pläne hin. Der Lord nimmt das Risiko im Kauf, wenn er dadurch die Verschwörung zerschlägt. Die Entscheidung liegt bei ihm. Wir müssen ihm vertrauen. Okay. Also er hält anscheinend die ganze Stadt hier unter Kontrolle. Genauso wie den Bürgermeister. Alles klar. Kann man ja mal machen. Oh. Oh, da ist der Typ drauf. Oh! Das habe ich jetzt sogar vergessen, ey. What the fuck? Alter. Ja, hat in den roten Augen gesehen, dass wir Zeug drin haben. Eben. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. The consequences. Nice. What? Na okay, er lässt uns immer noch am Leben. Bislang. Kann man noch über die Bau. Ach ja, Kapitelende, alles klar. Einfach so hier so. Oh, zu Ende. So, okay. Trefferquote 71%. Also zumindest insgesamt, das war jetzt nur 67. Getötete Gegner 50. Insgesamt 85. Verloren Leben bislang sogar noch 0. Also bislang stelle ich mich einigermaßen gut an. Kann man sich zufrieden sein. Ich spiele auch im Übrigen die ganze Zeit auf normal, falls sie es noch nicht gemerkt haben. Konnte ich aber am Anfang auch gar nicht einstellen, oder? Filme. Warte mal. Das kann man ja am Anfang gar nicht einstellen, fällt mir gerade ein. The fuck? Und wie will man dann den Modus ändern? Was? Nein, speichern, na klar. Kapitelende. Gleich mal wieder hier die. Alte kontaktieren. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los habe ich schon gemerkt. Los Illuminados. That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Du hast den Virus in dir. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Habe ich ja schon gesagt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich der Virus da wirklich entfaltet. Dort ein bisschen. Aber wenn wir nichts dagegen unternehmen, dann wird Leon bald auch so gestört rum durch die Gegend laufen und alles töten. Diesem Lord Zettler folgen. Was man dagegen macht, wie gesagt, durchgespielt habe ich es nie. Werde ich auch wahrscheinlich nie. Ja. Aber irgendwie, wahrscheinlich ist es wieder wie in Resident Evil 7, dass es da wieder irgendwie so ein Serum oder so gibt, was, wie man das Zeug wieder aus sich rausbekommt. Ein Frühstücksei, geil. Das nehme ich auf jeden Fall an mich. Ist noch irgendwas? Kleines Weinchen. Ja, Champagner oder so. Lieber nicht daran denken. Weiter zocken. So. Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Danke fürs Speichern. Also wir können es da weiter.
Den Schatz können wir noch nicht. Wollen wir mal kurz zum Händler zurück. Aber wir haben jetzt wieder... Oder? Ne, ich glaube, oder? Fuck, ich bin mir nicht sicher. Würde sie was bringen? Ich weiß er nicht. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, der hat noch keine neuen Zeug für uns. Was? Ach du Scheiße! Fuck! Fuck you. Wer hat denn den hier hingepackt? Wer hat den denn hier eingeladen? Niemand hat dich hier eingeladen, Alter. Oh, Alter. Wir haben mal so eine die Brandgranate hier. Probier mal die hier. Burn. Friss den hier. Bam. In deine Fresse. Mach Laden schnell, bevor er sich hier umdreht und mir eine gibt. Scheiße. Weg. Schnell. Oh mein Gott. Wie gesagt, ich glaube, ein Hit und wir sind instant tot. Alles tot. Ja, Alter. Ein Rubin gibt's für den. Alter Schwede. Da bin ich mal gespannt, wie viel Money der kriegt. Vielleicht auch wieder... Nee. Ich glaube nicht, dass er 10.000 bringt. Aber so 3.000 müsste der bringen jetzt. Fahren wir... Nee, warte. Von dem anderen Gegner haben wir... Von der anderen mit dem... Dings haben wir aber auch... 10.000 bekommen. Also eigentlich müsste es auch 10.000 bringen. Müsste zumindest, würde zumindest Sinn ergeben. Bam. Oh, war das eine Frau? War das deine alte oder was? Wiedersehen. Oh ja, tatsächlich. Mit einem kleinen Messerchen. Ja, was willst du denn? Das nehmen. Echt nicht. Mit dem Totmesser. Kannst gleich liegen bleiben. So. Wird nischt. So, was haben wir hier? Rotes Kraut, das nehme ich auf jeden Fall gerne an mich. So, kombinieren. Haben wir wieder ein paar Heil-Items wieder am Start. Die haben wieder ein paar Granaten. Warte mal, das kommt dahin. Ein braunes Ei haben wir. Oder was doch andersrum, das weiße Ei halt. Wenig und das braune Ei haltet mehr. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kann auch sein, dass es halt andersrum ist. Keine Ahnung. Dann die Sturmgewehr-Muni werde ich eh wieder verkaufen. Oh, wo Schrotflinte? Können wir mal nachladen schnell. Man weiß nie, wann es mal gebrauchen kann. Und der Rest? Der Rest ist alles nachgeladen, gut. Dann passt es. Ja. Warte, da packe ich eine Granate drin. Let's go. Meine letzte normale, aber komm hier. Den hier! Wie schmeckt euch das? Auch der letzte hat natürlich überlebt. Ja, ja moin. Glückspilz. Bam! Wird dir aber nicht viel bringen, mein Freund. Bam! Na komm, fall hin. Und tschüss. Tot? Nee. Schön auch ein bisschen Bein schneiden, so zack, zack. Oder eine Wampe von mir aus. Soll mir egal sein. Hauptsache down. Nochmal Pistolenmuni. Müssen wir jetzt ins, wir kommen jetzt ins Dorf wieder, ne? Ja, jetzt sind wir wieder im Dorf. Eventuell sind da wieder alle am Start. Sind sie alle mit Beten fertig. Nachdem sie ja alle geflüchtet sind. Werden wir jetzt wahrscheinlich auch weitere dieser Deppen treffen. So, ja stimmt, die kamen ja vorher nicht durch. Jetzt kommen wir durch. Okay. Ja. Dann sind auch wieder alle am Arbeiten, alles klar. Von mir aus. Haben wir schon alles genommen, leider.
Oh, Alter. Aua. Bam. Da kann auch im Übrigen ja auch der Kopf platzen, wenn man Glück hat. Bam. Alter, ich... Oh, ich bin fast tot, sehe ich gerade. Fuck. Friss den Fisch, damit der weg ist. Damit ich ja ein bisschen Platz habe. Schrotflinte würde ich sagen, oder? Ja. Oh mein... Bam. Das ist zu viel, ich muss mich anders formieren. Durch hier. Ah. Ja, das war gut. Hühnerei. Man weiß es. Oh, irgendwer wirft noch was nach mir. Oh fuck, ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Ja, die alte kommt an. Bam. Boah, jetzt ist ein Kopf kürzer. Alles klar. So, hier. MG, komm, let's go. Oder TMP. Miau. Friss den hier. Oh, scheiße. Nachladen. Boah, geilo. Liebe die TMP. Okay, ist gut. TMP-Munition, danke dafür. Viel Munition, ganz viel Munition. Das will ich haben. Liegt auch noch ein bisschen Munition rum. Das brauche ich im Leben. So. Sorgt für ein bisschen Leben in der Bude hier. Ach, hallo, wer hat sich denn da aufs Dach begeben? Schön die Eier, komm. Bam! Der runtergefallen ist, ey. So, komm. Wiedersehen. Schön den Arschmessern hier. Tschüss. Ist da irgendwer? Ja, da oben. Die gammeln alle auf dem Dach, ey. Unsere Dachcamper. Boah! Kannst da liegen bleiben. Schön das Beinmessern hier. So. Wiedersehen. Okay, das war der letzte. Gut. Hatten ja jetzt auch gerade eben erst einen Kettensägen-Typen, also hätten die jetzt hier noch einen hingepackt, ja, dann Mamma Mia. So. Wart aber jetzt so. Haben wieder hier schön was gerissen. Dann trotzdem noch über 100 Schuss hier mit der TMP. Ja, das wird schön. Dafür die Schrotflinte noch 3 Schuss, Alter. 3 Schuss. That's not so good. Ich glaube, manchmal kommt es sogar im Spiel vor, dass manche Kisten oder so halt respawnen, also dass man halt ja was Neues bekommt, aber ich glaube, das ist jetzt noch nicht der Fall. Da müssen wir erstmal ein bisschen weiter im Spiel vorankommen. So. Hier müssen wir mit dem Insignienschlüssel rinkommen. Ja, genau. Können wir auch ein bisschen mitbeten hier. Natürlich nicht, aber ja. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Okay, nicht. Komm hier hin. Oh, ist hier so schöne Safe Room Musik. Das ist schön. Oh, die ganzen Safe Rooms haben immer so schöne Musik zu bieten. Das ist schön, so schöne entspannende. Ja. Fällt mir sehr. Hat mir schon im Resident Evil 7 und Resident Evil 2 Remake gefallen. Sehr, sehr schön. Und das gefällt mir noch mehr. 50 bis Munition für die TMP. So, irgendwas hier. Kann er irgendwie was an der Decke kleben, was wir runterschießen müssen? Oh ne, wir müssen hier runter. Okay. Können wir wieder hoch. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen voranschreiten. Das erinnert mich auch ein bisschen, wie dieser Gang hier erinnert mich auch so ein bisschen an Resident Evil 1. Mit dem Keller da, in dem Grab. Und dieses Buch da bekommen oder was es da war. Ich habe ja auch mal einen Part, also ein Video zu Resident Evil 1 Remaster gemacht, HD Remaster. Allerdings, also eigentlich 2 Parts, aber das den 2. Part habe ich nie hochgeladen. Ach hey, der Händler ist wieder am Start. Was jetzt neue Waren für mich?
eventuell. Müsste doch eigentlich, oder? Und das wäre nicht, wir können jetzt ja weiter unsere Waffen verbessern. Müssen wir natürlich erstmal was verkaufen hier. Hier Sturmgewehrmunition, die brauchen wir ja nicht. Kannst du wieder haben hier. Ja, bitteschön. Hier Spinell kannst du haben. Der Rubin, ja, 10.000 bringt er, perfekt. Taschenuhr, auch nochmal 10.000. 60.000 haben wir damit. Mega geil. Hast du irgendwas Neues für mich? Ja, Schulterstütze, das ist es. Genau, Schulterstütze, TMP. Perfekt. Her damit. Thank you. Bitteschön. Raketenwerfer. Die können wir uns holen. Großer Schaden unabhängig von Ziel. Einfache Verwendung. Aber ich würde. Nee, komm. Ich würde sagen, wir investieren in Upgrade. Ja, die TMP, die graden wir mal ab hier. Kapazität auf 50. Das machen wir auf jeden Fall. Feuerkraft. Warte mal. Nee, Feuerkraft. Ladegeschwindigkeit. Nein, lieber Feuerkraft. Und komm, wir können es uns leisten. Wir machen es komplett. Nee, nicht komplett zurück. Gewehr, komm, hier. Das. Vielleicht noch was soll da benommen haben. Pistole. Kapazität, komm. Größeres Magazin. Hier können wir die Feuergeschwindigkeit erhöhen. Können wir nicht alles machen? Geh mal zurück. Ja, wir können alles machen. Sind wir komplett fertig. Juhu, haben alles abgegradet und haben sogar 2800 übrig. Wow. Boah, was anderes hast du nicht, ne? Nee, was anderes hast du nicht. Ja, dann passt es. Warte mal. Das fällt mir jetzt aber gerade was ein. Ja, da ist eine. Hier ist eine Dings. Warte mal, dann glaube ich muss man. So. Das wäre jetzt ein bisschen. Oder hat es wehgetan? Ja, ich glaube, es hat wehgetan. Aber dafür kann man jetzt hier das hier sehen. Weiterer Schatz. Elegante Kopfbedeckung. Und ich glaube, ein paar Spinell gibt es ja auch noch. Genau, zwei Stück. Können wir auch gleich mal kurz nochmal verkaufen gehen. Alles mitnehmen, was man bekommt. Ja, das war's. So, jetzt hat er unsere Pistole jetzt im 13er Magazin. Welcome. So, dann habe ich hier nochmal wieder was für dich zum Verkaufen. What are you selling? Hier zwei Spinell. Und hier nochmal 10.000 auf meinen Nacken. Come back anytime. Jo, werde ich machen. Aber wir wollen jetzt weiter. Ah ja, stimmt, jetzt kommen wir auf den Friedhof. Und da sind auch die anderen Dinger. Da können wir uns hier auch die auch eigentlich mal die neue Pistole abholen. Aber ist auch nur eine Viertelstunde, ne? Ja, schade. Irgendwie habe ich Bock, da noch eine zweite Folge zu bringen. Wie habe ich Bock? Ich weiß auch nicht warum. Würde lieb gerne noch mit euch eigentlich schon bis zu dem. Oh, scheiße. Bis zu dem Ort spielen, wo. Ja, ich sehe den Gegner da hinten schon. Ich würde lieb gerne mit euch noch zocken bis zu dieser Stelle, wo ich nicht mehr weiter zocken will. Also eigentlich im Prinzip bis zur Stelle, zu der Stelle, wo wir Ashley finden. Bis da ab dem Zeitpunkt gefällt mir das Spiel nicht mehr so. Warte mal. Oh, ja, hi. Hallo. Ich glaube, es hackt, Fräulein. Ja, nee, nix ja. Ach, du hast auch noch Bock. Aber deine Ex oder so. Bam! Zumindest ist sie jetzt deine Ex. Du gehst mit ihr unter. Wo liegt Mann hier rum? Okay, hi. Lass dich mal hinpacken, ey. Das den hier. So. Danke für dein Kleingeld. Hier auch noch ein bisschen 300.
Und die anderen sind abgehauen, ne? Ja, schade. So, 9. Ist noch einer, dann können wir uns die neue Pistole holen. Die würde ich auch gerne noch in der Folge noch holen. Okay. Da, genau. Ah, da hinten. Oh, scheiße. Okay. Kopf geplatzt und dann auch noch von der Dings in die Luft gesprengt worden. Ach man, was wollt ihr denn alle? Beide gleichzeitig wieder messern. Ja, wunderschön. So will ich das sehen. Wieder schön Munition gespart. So gefällt mir das. So. Aber jetzt haben wir, soweit ich weiß, ja, ich glaube 15 jetzt sind, ja dann. Ja, 15 jetzt sind, ja dann haben wir alle 10. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt nochmal schnell die Pistole vom Händler. Geht der schnell hier einfach hier kurz zurück. Dann haben wir da gleich vor unserer Nase. So. Oh, hi. Welcome. Welcome. Das all Stranger. Hey, Leute. Guck mal, Frenner, wie sehr hast du genügend Medaillen getroffen? Jetzt hol dir die versprochene Pistole auf dem Kaufbildschirm. Mach dir um Geld keine Sorgen, das geht aufs Haus. Hier, der Punisher. Das ist also im Prinzip eine Pistole, die bloß, glaub durch den Gegner durchschießt sozusagen. Also wenn zwei Gegner hintereinander stehen, dann triffst du beide. Das ist ganz interessant, aber ja, weiß es nicht. Aber ich glaube, dafür macht die weniger Schaden, glaube ich. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber mitnehmen kann man sie auf jeden Fall mal. Warte mal, kann man die auch upgraden? Warte mal, zeig mal her. What are you buying? Kann man nicht. Warum steht der aktualisiert? Ist so alle weg. Buying? Sturmgewehr und so, Raketenwerfer will ich mir nicht holen. Ja. What are you kann buying? Ich mir auch nicht holen, ne? Ja, den Raketenwerfer, den kann ich mir nicht holen. Ein Sturmgewehr spiele ich nicht, also ja. War's es eigentlich. So. Haben wir das auch erledigt? Dann können wir jetzt eigentlich nur noch ein bisschen hier die letzten Minuten jetzt noch ein bisschen weiter vorankommen? Oh! Bam! Danke fürs Despawnen, mein Lieber. So, ist hier noch irgendwas auf dem Friedhof oder so? Was? Prüfen. Die Signier habe ich schon mal gesehen. Aber vielleicht hängt die außerdem vom Grab ab. Ja, das wollte ich. Ist mir eigentlich egal. Na, ich glaube, hier ist nichts anderes mehr. Gehen wir mal lieber das hier uns angucken. So, wir von der Kirche. Lässt sich nicht öffnen. Dort ist eine runde Öffnung. Vielleicht passt etwas hinein. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Hat man den nicht beigebracht, Schwester zu knacken? Ja, mit dem Teil hier wird's wohl schwer, das Ding zu knacken. Wird ein bisschen schwer. Kann er da ein bisschen rumpulen oder so, aber andere kann ich auch nicht machen. Na egal, ich wusste ja auch nicht, dass es sich hier nicht um ein normales Schloss handelt. War auch lustig. Kann es ja ein bisschen rumpulen da, aber mehr kannst du auch nicht machen. Was ist hier? Ach ja, Gegner. Hallöchen, Fräulein. Was geht denn? Danke dafür, dass ich auch nichts machen konnte, beziehungsweise, ja, stimmt doch wohl. Komm, gib mir den Fisch hier, der nimmt eh viel zu viel Platz weg. Lecker Schmecker. Nachgeht, Alter.
So. Mal die Zeit ausgespült, zwei Flintenmunition mitgenommen. Und ach, das ja, das kann ich auch nicht lösen. Ich weiß auch nicht, was man da machen muss. Warte mal. Habe ich irgendwie mal probiert, einfach mal alle zum Leuchten zu bringen. Da geht es ja einfach immer vier. So. Und was jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da weiß ich jetzt nicht, was er jetzt irgendwie sein muss. Ich habe irgendwie probiert, irgendwie dieses eine Zeichen da, dieses Insignienzeichen da irgendwie nachzubilden oder so, indem man halt hier unten die beiden und oben links und rechts die beiden nimmt. Aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht glaube ich auch irgendeine Scheiße, aber ich weiß zumindest nicht, wie man das hier lösen kann. Wie man dann diesen Smaragd, was es ist, oder was das ist, da rankommen soll. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, nee. Tätig? Ja, was? Warte mal, was steht da? Steht drei Familieninsignien der toten Zwillinge. Was? Drei Familieninsignien der toten Zwillinge? Was? Nein, leck mich. Nein, ist da aus. So. Also drei von diesen Dinger müssen ausgewählt sein. Warte mal. Kann ich jetzt mit vier? Verdammt. Oh, verdammt. Muss doch irgendwie klappen. Aber. Ich brauche jetzt zwei oder... Hier war der drei. Ich habe sie viel zu viel an, Alter. Ich glaube, die drei... Oder sind es die? Also ich würde mal sagen, die drei, die ich hier rechts habe. Ich glaube, das sind die. Aber jetzt muss ich erstmal das Ding hier auskriegen. Es ist immer noch das hier an. Ich muss das da irgendwie oben irgendwie ausgehen. Ich muss das wieder deaktivieren. Das ausmachen. Das anmachen. Aber das funktioniert nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht den Code. Ich hab keine Ahnung. Aber anstatt hier weiter Zeit zu verplempern, will ich lieber anderweitig meine Zeit mit euch verbringen hier. Lieber mal weitergehen stattdessen. Statt hier jetzt unsere Zeit zu verschwenden. Ist ja fast schon Ende des Videos. Oh, hi. Dann killen wir halt noch ein paar Frauen hier oder so. Bam. Oh, no. So.
Jetzt hat er geschieden. Aua. Ihr habt doch eh nicht zusammengepasst. Also lass es doch einfach sein. Retten. Boah, Alter, ganz knapp. Oh, richtig schön runter. Ich sehe, Alter. Zack. 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 So, hier ein Messer. So. Das stimmt, wir müssen ja noch die anderen Dinger finden. Beziehungsweise abschießen. So. Sind eigentlich noch hier das Ding? Okay, wir können wieder zurück. Wir können gleich wieder zurück. Da haben wir noch ein paar übersehen. Ja! Das kann auch manchmal passieren, dass irgendwie eine Schlange drin ist, aber keine Ahnung, ob das ein Troll ist oder nicht. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtlinge anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falsche Hände gerät, hätte das für eine Welt anderer als die vom Lord erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei, damit der Ami sie nicht findet. Habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Jeder, der in die Kirche gehen möchte, braucht Lord Sadlers Erlaubnis. Beim See ist ein Schlüssel, aber der ist sicher, seit Del Lago von unserem Lord geweckt wurde. Niemand kehrt lebend vom See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die Adern des Amerikaners. Früher oder später wird er einer von uns. Und dann sucht niemand mehr nach dem Mädchen. Nämlich an dem See, da erwartet uns nämlich schon unser erster Bosskampf, kann ich jetzt schon sagen. Wird ganz interessant. Auch wenn der Bosskampf meiner Meinung nach da echt langweilig ist. Also ich fand den echt langweilig. Ihr werdet schon sehen, warum. Oh, hi. Werde ich schon verraten dann entsprechend zum entsprechenden Zeitpunkt, warum ich den so kacke finde. Aber auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also ja doch, ich habe schon Bock davon, noch eine, auf jeden Fall mindestens noch eine zweite Folge zu bringen. Das gibt mir jetzt irgendwie schon richtig Bock. Also wie gesagt, mindestens, also höchstens bis zur Stelle, wo ich keinen Bock mehr hatte da. Mit Ashley da. Bis zur spätestens dahin werde ich zocken. Aber wie gesagt, komplett durchspielen? Nein, auf jeden Fall nicht. Das verkraft ich nicht. Sag jetzt mal so. Darauf habe ich wirklich keinen Bock. Dafür hat mich das Spiel leider nicht gut genug überzeugt. Wenn es noch eins und das kommt ja später. Ja, dann geht es noch. Oh, 3 Minuten. Komm, ein bisschen noch. Ein bisschen Gameplay noch. Aber wie gesagt, ich darf es auch nicht zu lang machen, das Video. So, 2 Stunden soll eigentlich schon das Maximum sein. Mal schauen, was wir hier noch auf der Brücke irgendwie reißen können. Ah, das ist das letzte. Gehen wir den von hier? Zu wahrscheinlich, dass ich das verfehle. Und heran. So, okay. 15 von 15. Keine Ahnung, was jetzt die kompletten 15 bringen. Also ich weiß jetzt nur was von der Waffe, die man da halt bekommt für 10. Aber was man für 15 kriegt, keine Ahnung. Bislang habe ich es nicht rausgefunden. Beine wegmessern. Gut. Fertig. Nicht mehr. Jetzt sind wir irgendwas noch? Nö. Hat zumindest nichts gedroppt. Okay, zweiter. Wie sieht's hier aus? Ah ja. Da kommt er zu diesem See da, der davon geredet wurde. Da müssen wir hin. Beziehungsweise da unten hin. Warte mal, war hier nicht irgendwo. Da war doch gerade im Händlerzeichen, dass hier irgendwo eine, dass der hier irgendwo ist. Warte mal. Ja, da unten. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich hätte nicht die letzten abschießen müssen. Ich hätte die nacheinander abschießen müssen. Verdammt. Das war leider ein Fehler. Ah, da ist noch einer! Okay, den habe ich noch erwischt. Den habe ich noch im Gehen erwischt. Nice. Okay, Granate. Ein bisschen Kleingeld. Okay. Was ist hier? Spinell oder was? Ja, wieder ein Spinell. Kann man halt verkaufen. In kleinen Hütten hier. Pistolenmuni. Und noch ein Spinell. Okay, nehme ich alles mit. Warum auch nicht?
nochmal. Pistolmuni. Und hier. Nichts. Tragischerweise absolut gar nichts. Alles klar. Ja, komm, ich würde sagen, gehen jetzt runter zum Händler. Da ist ja auch, soweit ich weiß, ein Speicherpunkt, ne? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nur hier schnell runter zum Händler. Und würde sagen, beende ich da die erste Let's Show-Folge zu Resident Evil 4. Wirklich, also, mir hat die erstaunlicherweise brutal Spaß gemacht. Also, erst recht die ganzen Szenen mit der TMP. Übelst geil. Bin schon gespannt, wie das dann zukünftig noch aussieht. Wie gesagt, beziehungsweise, wie gesagt, wahrscheinlich werde ich es bis zum Zeitpunkt bringen, wo ich halt da nicht mehr weiter zocken will, wirklich. Mit Ashley. Aber, achso, stimmt, warte mal. Wir haben es dann noch gar nicht kombiniert. Voll Idiot. Warte mal, bevor ich das beende, mache ich jetzt erstmal nochmal kurz ein bisschen Ordnung hier. So. Na, machen wir wieder so hier Granaten. Haben wir jetzt hier drei Blendgranaten. So, dann wechseln wir hier so aus. Haben wir hier Heil-Items. Oder warte, nee, dann kommt Munition. Das heißt, so. So. Ah nee, warte, da ist ja noch eine Waffe. Oh mein Gott, ich bin ja auch so blöd. Seht, da haben wir noch eine Waffe. Die muss ja auch noch da rein. Ach stimmt, die braucht drei. Verdammt. So. Haben wir die auch noch hier rein gequetscht. So, packen wir sie so alle seitlich hin. So. Da ist hier noch Platz für ein Eichen. So. So, dann haben wir es doch echt gut aufgeteilt, oder? Komm, man sieht doch schön ordentlich aus. Aber. Hier ist so ein richtiger Safe Room, richtig. Und ja, der hat auch so richtig so ein Lager aufgeschlagen. Aber das ist, glaube ich, nichts mehr für mich. Ja, warte. Nee, der Punisher kann jetzt geupgradet werden. Oh. Aber können wir nicht komplett. Dann würde ich sagen, Feuerkraft und Kapazität. Das ist erstmal meiner Meinung nach das Wichtigste. Aber das schon mal. Kaufen, verkaufen, warte mal, da machen wir noch schnell. So, stimmt, wir haben noch ein gelbes. Stimmt, das müssen wir auch mal langsam mal verwenden. Ja, nur die Spinelle, achso, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge von Resident Evil 4 für Switch. Im Übrigen habe ich, ich glaube, das habe ich die ganze Video war gar nicht erwähnt, dass wir es hier auf der Switch spielen, oder? Habe ich vollkommen vergessen, Alter. Oh Mann, bin ich ein Vollidiot. Aber okay, wie gesagt, jetzt wisst ihr das. Wie gesagt, wir spielen jetzt die ganze Zeit auf der Switch. Ja, beziehungsweise hat man ja auch auf der, während der Anleitung gesehen, mit Videos Anleitung 2, da hat man ja ein Bild von dem Pro Controller gesehen, weil ich sie mit dem Switch Pro Controller spiele. Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat und genauso Fun gemacht hat wie mir, dann lasst ein Like da, wenn ihr es passen wollt. Und ja, aber wird auf jeden Fall, wie gesagt, noch eine zweite Folge geben. Damit, bis zum nächsten Mal. Und ciao!